Lampedusa ächzt unter einer Flut an Booten voller Migranten, die aktuell am Hafen ankommen. Innerhalb von 2 Tagen haben mehr als 4.000 Menschen die kleine italienische Insel erreicht. Helfer arbeiten an der Belastungsgrenze und das Flüchtlingscamp platzt aus allen Nähten. Die Situation auf Lampedusa sei, Zitat, wirklich dramatisch, sagt ein Beamter der Provinzregierung. Tim Dicke. Es sind Bilder, die in diesen Ausmaßen sogar für Lampedusa Seltenheit haben. Zahllose Migranten auf winzigen Booten, mit denen sie Europa erreichen. Allein am Dienstag sind knapp 2.500 Menschen auf der kleinen italienischen Insel angekommen. Am Vormittag war es so voll, dass sich vor dem Hafen der Insel eine Art Warteschlange von kleinen Metallbooten bildete. Und bereits am Vortag legten rund 1.900 Migranten am Hafen in Lampedusa an. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA starteten die Menschen größtenteils von der tunesischen Küstenstadt Sfax. Sie sollen Schleusern zwischen 300 und 1.500 Euro für die Überfahrt nach Europa bezahlt haben. Die vielen Migranten kommen für Italien zur Unzeit. Das Erstaufnahmelager auf Lampedusa ist bereits völlig überfüllt. Der sogenannte Hotspot im Inneren der kleinen Insel ist eigentlich nur für ein paar hundert Menschen ausgelegt. Dort befinden sich allerdings Tausende. Erst vor kurzem überschritt das Lager massiv die Kapazitätsgrenze. Es ist klar, dass es sich um eine bedeutende Situation und eine Notfallsituation handelt. Denn bei 4.000 Menschen in einem Gebäude mit 800 Plätzen ist es offensichtlich, dass es zu einer kritischen Lage kommt. Um das Camp zu entlasten, versuchen die Behörden, so viele Menschen wie möglich mit Fähren oder Polizeischiffen auf das Festland zu bringen. Viele kommen allerdings erst gar nicht auf Lampedusa an. Immer wieder geraten Boote mit Flüchtlingen vor der Insel in Seenot. Erst im August kamen bei einem Bootsunglück 40 Migranten ums Leben. Wir schauen nach Rom zu Virginia Kirst. Virginia, was hört man denn aus Rom von der dortigen Regierung über diese dramatischen Bilder? Vor allem, wie das weitergehen soll, denn so kann es ja nicht weitergehen. Nee, so kann es in der Tat nicht weitergehen. Das ist ja jedes Mal die Aussage, die getroffen wird, wenn diese dramatischen Bilder von Lampedusa uns erreichen. Die Regierung in Rom hat sich aktuell noch nicht zu der Lage geäußert. Die Bilder kommen jetzt erst von der Nacht rein. Es sind jetzt ja über die Nacht auch noch mal mehr Migranten angekommen. Und wir gehen hier in Rom davon aus, dass sich die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Laufe des Tages zu der Lage äußern wird. Es wird jetzt voraussichtlich erstmal darum gehen, wie möglichst viele Migranten von der Insel weggebracht werden können. In der Vergangenheit wurde das eben mit größeren gecharterten Flugzeugen getan oder auch mit größeren Fährschiffen, damit die Migranten eben sicher ans Festland gebracht werden können, weil auf Lampedusa können sie auf jeden Fall nicht bleiben und dazu ist der Hotspot auch in keinem Fall ausgelegt. Naja, selbst wenn man die Menschen, die ankommen, dort dann weiter verteilt, in Italien wird ja das auch für das Land ein zunehmendes Problem. Wo kommen die Menschen alle unter? Wie geht man dann mit denen um? Ja, das italienische System funktioniert so, dass sie eben, also dass erstmal ihre Identität festgestellt wird, vor allem eben jetzt auf Lampedusa oder auf den Schiffen, mit denen sie weitergebracht werden oder dann in den Hotspots, wenn sie ans Festland kommen. Dort werden sie verteilt und es wird eine Erstaufnahme gemacht. Dann geht es eben erstmal um eine medizinische Erstversorgung und dann ist es eben die Frage, was möchten die Migranten selbst? Denn es ist ja so, dass sie nicht festgehalten werden, wenn sie auf dem italienischen Festland ankommen. In der Regel ist es so, dass minderjährige Flüchtlinge und Frauen, vor allem auch Frauen mit Kindern, dass für diese Menschen Plätze in dem italienischen System gefunden werden. Die werden dann eben auf ganz Italien verteilt. Also nicht nur auf die Küstenstädte, sondern eben auch zum Beispiel in den Norden des Landes. Für viele andere Menschen, vor allem eben für die Männer, ist allerdings nicht in den Unterkünften überall Platz. Und bei denen ist es dann tatsächlich so, dass sie sich oft auch sehr schnell auf die Weiterreise machen. Die Migranten, mit denen ich hier in Rom spreche, die sind dann ja oft aus dem Süden Italiens schon bis nach Rom hochgekommen, reisen oft nach Frankreich weiter. Deutschland ist natürlich ein beliebtes Ziel, aber etwas, was mich auch immer wieder überrascht, ist, dass viele Migranten auch weiterhin versuchen, nach Großbritannien zu kommen, obwohl sich das ja zuletzt wirklich deutlich erschwert hat. Also die Erfolgsaussichten der Reise können noch so schwarz sein. Die Migranten machen sich trotzdem auf den Weg.
Virginia, das ist ein Druck, der nicht nur Italien betrifft, zunehmend größer werdender Druck, sondern den gesamten europäischen Raum. Wie sieht man denn in Rom die Diskussion der doch recht uneinzig aufgestellten EU-Mitglieder in Brüssel? Ja, Italien hat den Standpunkt, dass es sich alleingelassen fühlt in der Migrationskrise, ganz ähnlich, wie das ja in Deutschland auch der Fall ist. In Deutschland sehen wir ja, dass sehr viele Leute zu uns kommen und bei uns in Deutschland eben einen Asylantrag stellen. Deshalb ist das System bei uns sehr stark in Anspruch genommen. Italien fühlt sich eben sehr stark belastet, weil es hier die Menschen in die Erstversorgung nehmen muss, weil es die ganzen Ankünfte registrieren muss. Und dafür hätte es gerne Hilfe. Und Italien hätte natürlich vor allem auch gerne einen festen Verteilungsschlüssel, mit dem gesagt wird, also klar, die Migranten kommen in Italien an, aber da es kein italienisches, sondern ein gesamteuropäisches Thema ist, werden die Migranten dann im Anschluss auf alle EU-Länder weiterverteilt. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann bekommt Italien zumindest von den anderen EU-Geldern, von den anderen EU-Ländern Geld dafür, sich um die Migranten zu kümmern. Doch all das ist ja angedacht auf europäischer Ebene. Es gibt ja eine Diskussion über die Reform der Flüchtlingspolitik, der Migrationspolitik. Doch derzeit ist sie ja mal wieder auf Eis gelegt und es ist noch nicht klar, wie es weitergehen wird. Also das Thema wird uns in den kommenden Tagen sicherlich noch akut begleiten. Virginia Kirst, danke schön nach Rom. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.